Aktien kaufen würde. Sehr schön. Du kannst sie verkaufen, aber zuerst will ich von dir die 650 Rupiri. Hey, ich habe sie noch nicht verkauft. Aber du hast doch einen, der sie kaufen will, richtig? Ja. Na, dann hast du doch nichts zu verlieren. Okay. Hier hast du die 650 Rupiri. Sehr schön. Dann hol die Kleine aus Seids Kerker und verkaufe sie dem Glücklichen. Dafür wirst du allerdings Seids Wache überzeugen müssen, dass du berechtigt bist. Nimm das Stück Pergament, dann wird er wissen, was los ist. Da steht ja gar nichts drauf. Ganz recht. So soll es auch sein. Okay. Passt schon, würde ich sagen. Weil ich könnte sie auch einfach freilassen. Gibt doch schon nicht mehr Erfahrungspunkte. Vielleicht. Briggs schickt mich wegen der gefangenen Frau. Gut, du darfst einmalig durch. Aber pass auf, was du machst, oder ich hack dir die Hände ab. Und beeil dich, du darfst doch nicht für immer drin bleiben. Okay. Ja. Den Rest nehmen wir später mit. Es war schlecht, weil könnte jetzt jemand kommen und das einfach mitnehmen, aber ja. Die haben es nicht so mit Sicherheit. Hey! Halt! Was willst du? Ich soll dir gefallen. Hast du eine? Hier. Okay, oh. Dann hol sie mal. Stehen Sie mal auf. Es ist Zeit. Sei brav und es passiert dir nichts. Jetzt komm, bewege dich endlich. So, ich kann mich jetzt einfach wegteleportieren, aber ich gehe mal ganz regulär raus. Ich weiß nicht warum. Aber vielleicht sagst du unterwegs noch irgendwas. Also jetzt muss ich natürlich da oben sehen. Ich sehe da oben, gibt's noch was. Oh, ich darf das Zeug hier auch mitnehmen, geil. Ja dann. Oh, Äpfel. Nein, nicht ins Bett gehen, das bringt doch nichts. Aktuell. So, jetzt kann ich mir auf jeden Fall einen Kuchen backen. Wenn das was zum Mitnehmen ist, das da hängt, kann ich es nicht mitnehmen. Okay, das muss alles gewesen sein. Und den Geldbeutel noch mit. So, ist die Frau noch da? Frau, bist du noch da? Frau, wo bist du? Hallo, kommen Sie mal her. Danke. Wegfindung. Komplizierte Sache. Ich meine, ich muss jetzt nicht wirklich mit ihr den ganzen Weg laufen, hoffe ich. Teleportieren sollte gehen, oder? Hey! Wo bleibst du? Oh, du schöne Freiheit. Da bist du dahin. Was ist denn jetzt dein Problem? Schöne Freiheit, was? Ah, ich kann sie jetzt freilassen. Ich lasse dich frei. Gehe deiner Wege. Meinst du das ernst? Sehe ich so aus, als ob ich scherzen würde? Tausend Dank! Komm mit, gehen wir zu meinem Vater. Dann kann ich dir auch eine Kleinigkeit mitgeben. Zu deinem Vater? Bist du von Sinnen? Er hat dich an die Banditen verkauft. Was sagst du da für einen Unsinn? Mein Vater würde niemals... Hey, es war wirklich dein Vater. Ich sollte dich jetzt eigentlich weiterverkaufen. Glaube mir, ich weiß, weshalb du überhaupt entführt wurdest.
Das ist jetzt etwas viel für mich. Kann ich verstehen. Zu ihm solltest du aber nicht mehr gehen. Sonst sehen wir uns vermutlich schneller wieder, als uns beiden lieb ist. Jetzt habe ich nichts mehr. Ich kann dir nicht einmal etwas als Dankeschön mitgeben. Wenn es mir um Entlohnung gehen würde, dann würde ich dich jetzt verkaufen. Danke. Du kommst jetzt aber nicht in Schwierigkeiten, oder? Mach dir um mich keine Sorgen. Soll ich dich noch irgendwo hinbringen? Nein, ich kenne mich hier gut aus. Ich werde mich wohl ins freie Lager begeben. Irgendwo muss ich ja eine Bleibe finden. Na dann, viel Glück. Okay, das gibt 400 Erfahrungspunkte und ich sehe sie vielleicht später nochmal wieder. Ich weiß nicht, ob ich später noch eine Belohnung dafür bekomme. Vielleicht im freien Lager, ich weiß nicht. Ich kann sie natürlich auch einfach den Fremden für 1500 verkaufen. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bekomme keine 1500 von ihm. Na komm. Ich bin so paranoid heute, ich weiß auch nicht warum. Warum denn nicht? Lass uns mal in die Stadt würfeln. Und warum zum Fick explodiert das Tor da hinten? Was ist das Problem an dem Tor? Ich habe es genau 50, perfekt. Aber vielleicht kann ich noch mehr handeln. Und sie ist nicht mit. Was? Muss sie dabei sein? Oh, ich gucke einfach mal. Ich muss jetzt nicht wirklich mit ihr bis hierher laufen, oder? Ach Gott. Es verlassen doch die einfachere Möglichkeit. Mich fragt ja keiner. Ich habe ehrlich gesagt so gar keinen Bock, jetzt bis hierher zu laufen. Ich meine, ich muss ja ewig weit laufen. Oh Gott. Es sei denn, es kommt irgendwann die Frage, ob ich mich teleportieren will. Das könnte sein. Vielleicht. Nichts genauso wie es mir nicht. Ah, leck mich doch, du Scheißspiel. Natürlich ist Teleportieren die erste Idee, die man hat. Hast du es? Was ist das hier? Ocarina of Time? Teleportierst dich, hast 0,01 Sekunden. Eine Sekunde nicht. Zeitschluss zu machen. Zeit mit dem Leben Schluss zu machen oder so, keine Ahnung. Und da explodiert ständig dieses Tor. Also wenn ich jetzt nicht irgendwann die Möglichkeit zur Schnellreise bekomme, werde ich das nicht tun, weil... zur Stadt laufen, habe ich so gar keinen Bock. Beweg dich! Ich kann nicht... Ah. Okay, ich muss nicht wirklich den ganzen Weg jetzt laufen, oder? Du sagst mir jetzt, ich kann mich ganz schnell... Nein? Ach, komm. Du glaubst jetzt nicht, dass ich mir den Weg zur Stadt laufe, oder? Es gibt keine Schnellreise. Wirklich. Ach Gott. Der Dämon ist nicht am Tag da, oder? Nee. Sieht nicht danach aus. Oh mein Gott. Ja, nee. Ich glaube, wir lassen sie frei. Wo ist sie denn jetzt überhaupt? Sie ist aber nicht irgendwo runtergefallen und tot, oder? Hallo? Ja, okay. Ja, freilassen ist schon die Lösung. Ich habe wirklich keinen Bock, mit ihr jetzt da irgendwo hinzulaufen. Ah, habe ich so überhaupt keinen Bock zu... Das ist ewig weit. Ich muss dann den Weg runter von der Goldmine, dann...
Nee, und die Wegfindung ist ja auch wieder kacke. Ach. Wobei, warte mal, ich könnte auch... Aber ich glaube, ich mach das nicht. Map. Ja, ich könnte auch unten rum und dann darüber. Ja. Warte mal. Ja, passt schon. Ich habe keinen Bock, sie jetzt dahin zu bringen. So, hat einer von euch mir jetzt irgendwie eine neue Quest oder so? Hey. Nee. Schwert kann ich auch nicht weitermachen. Unterrichte mich. Na denn, Grünchen. Ah, okay. Ich hab irgendwie die Information, aber... Ach, Alastor. 10 gleiche Kristalle. Okay. Habe ich überhaupt 10 Kristalle von irgendwas? Ja, mein Maushalt funktioniert nicht, das ist echt kacke. Ja, Geld ist auch, glaube ich, nicht so mein Problem im Spiel. Ich meine, ich... Schmaler Beutel wiegt nicht viel. Nee, ich bin an keinem so vorbei. Habe ich nicht irgendwelche gelben mitgenommen? Sturmkristall hätte ich. Bonus zur Einhandfähigkeit hinzu. Seelenkristall. Ich hätte Machtkristall. Ja, Stärkkristall wäre, glaube ich, das Richtige. Ja, keine Ahnung. So, hat der Typ jetzt... Darf ich jetzt mal dauerhaft durch? Vertrauen die mir jetzt? Oder? Wo willst du? Darf man rein? Einige Leute haben mir viel Positives über dich berichtet. Du darfst durch, doch benimm dich. Ich werde dich im Auge behalten. Na, also... Ja, langsam mal Schluss machen. Sei gegrüßt, Said. Kannst du mir möglicherweise Auskunft geben? Ein paar Antworten zu vergangenen Raubüberfällen deiner Leute wären sehr hilfreich für mich. Gemach, gemach. Eins nach dem anderen. Nur weil ich dich mit mir sprechen lasse, so gibt es noch keinen Grund, gleich mit der Tür ins Haus zu fallen. Ich werde sie dir nicht vor der Nase wieder zuschlagen, also kein Grund zur Eile. Verzeih mir, ich wollte nicht forsch erscheinen. Ja, nimm erst mal etwas zur Entspannung. Dann sieht die Welt schon ganz anders aus. Erstmal einen durchziehen. Ah, guter Stoff ist das. Nicht wahr? Dieser Lou hat wirklich Ahnung von dem Zeug. Dadurch, dass die Stadt es verboten hat, wird der Handel erst richtig attraktiv. Du hattest als einer der Ersten nun die Ehre, diese Vorzüge zu teilen. Ich nehme an, du bist geschäftlich hier? Manche deiner Auftraggeber haben nach einem Überfall mein Interesse geweckt. Febre und ein Teil deiner Leute haben einen Konvoi aus dem Sumpf zum Kloster angegriffen.
Jede Menge an magischen Artefakten und andere Relikte neben eines magischen Buches sollen dabei wohl gestohlen worden sein. Aber ich und andere Jungs fragen sich, wer außerhalb des Klosters daran wohl Interesse haben könnte. Es ist zwar nicht für den Eigenbedarf, aber dennoch sehe ich keinen Grund, weshalb ich dir nähere Hintergründe erklären sollte. Wenn es einen Käufer für diese Sachen gibt, können wir einen Teil zukünftiger Beute sicherlich abtreten. Wir müssten nur einen gewissen Anteil aushandeln und du gibst mir ein paar Namen deiner Geschäftspartner. Lass mich nachdenken. Ich weiß nicht, ob das funktionieren wird. Außerdem gibt es noch eine gewisse Diskretion. Du wirfst einiges in die Waagschale. Ich erwarte dafür eine entsprechende Gegenleistung. Aber ich kann dir schon garantieren, dass es mehr kosten wird, als du wahrscheinlich bezahlen kannst. Febre und ein Teil deiner Leute haben einen Konvoi aus dem Sumpf zum Kloster angegriffen. Eine Menge wertvoller Sachen konnten sie erbeuten. Unter der Beute befand sich auch ein recht unscheinbar wirkendes Buch. Ich interessiere mich dafür und würde es gerne haben. Oder zumindest wissen, wer es jetzt hat. Du willst also Bücher? Irgendein Händler kann dir welche verkaufen. Ich suche aber nicht irgendein Buch, sondern ein ganz bestimmtes Buch. Angeblich soll es magische Eigenschaften haben und sehr selten sein. Der Schwarzmagier konnte mir auch nicht weiterhelfen. Magiekundige und ihre Schwäche für Bücher. Das werde ich wohl nie ganz verstehen. Aber ich habe verstanden, dass es sehr wertvoll sein soll, du es unbedingt haben möchtest und scheinbar nur ein Exemplar existiert. Nur ein Exemplar? Das treibt den Preis natürlich weiter in die Höhe. Also gut, was schlägst du vor? Ich kann dir gleich sagen, dass du von mir nur Informationen erhalten wirst und nicht dieses magische Buch oder was auch immer du noch suchst. Ich werde dir die Namen der Personen nennen, die den Auftrag erteilten und uns die Ware abgekauft haben. Ob du damit etwas anfangen kannst, ist dann nicht mein Problem. Im Gegenzug verlange ich jedoch kein Gold von dir, denn das habe ich selbst zur Genüge. Ich verlange etwas ganz anderes. Du erinnerst dich wahrscheinlich noch an Febre, nehme ich an. Es war der Mann in Schwarz, der den Kopfgeldjäger Gilbert vor deinen Augen tödlich verwundet hat. Ich denke mal, es ist schwierig, diesen Namen nicht zu kennen, wenn man eine Zeit lang im Lager war. Dieser Gilbert sollte irgendjemanden ausschalten, was nicht funktioniert haben soll, und er hat sich mit Febre darüber gestritten, mit bekanntem Ausgang. Ich ahne schon, dass hierbei wieder Blut im Spiel sein wird. Damit liegst du gar nicht mal falsch. Einer wird auf jeden Fall sterben. Ich fordere die Ermordung von Febre und seinen Kopf mitsamt seiner Klinge als Beweis. Im Gegenzug gebe ich dir alle Informationen und Hintergründe zu dem besagten Überfall auf den Konvoi zum Kloster, sowie alle Hintergründe, die für deinen Auftrag notwendig sind. Hätte ich irgendeine Alternative? Nein. Für gewöhnlich spreche ich über solche Themen auch nicht, aber heikle Situationen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Du kennst nun die Geschäftsbedingungen. Und ich denke, deine Ohren haben sie vernommen. Wie lautet deine Antwort? Ich akzeptiere deine Bedingungen, auch wenn sie mir nicht unbedingt gefallen. Ich werde deinen Mann töten, aber vorher sollte ich zumindest wissen, wo ich ihn finden kann. Es überrascht mich, dass du zustimmst, aber gut. Meinen Informanten nach wird er sich momentan noch auf der kleinen Insel vor der Küste aufhalten. Und bei nächstbester Gelegenheit mit den Korsaren davonsegeln. Er will sich wohl irgendwie aufs Festland absetzen. Du solltest dich also beeilen, denn ich weiß nicht, wie lange er dort noch sein wird. Falls er entkommen sollte, gilt unsere Abmachung sicherlich nicht mehr. Gibt es noch etwas, was dich interessiert? Du hast doch genügend andere Leute hier im Lager, die einen Kopfgeldauftrag für dich ausführen könnten. Warum wählst du also mich, wo du mich nicht einfach mit einem Beutel voller Roperi zufriedenstellen kannst? Es ist relativ simpel. Kaum ein Mann sucht einen potenziell tödlichen Kampf, wenn er sich nicht sicher ist, siegreich daraus hervorzugehen. Febre hat sich als exzellenter Fechter und Kopfgeldjäger unter allen Leuten hier Respekt erarbeitet. Er hat diejenigen, die daran ihre Zweifel hatten, praktisch nie auf die sanftmütige Art überzeugt. Die Sache mit Gilbert war nicht der erste Vorfall dieser Art, weshalb es irgendwo nachvollziehbar ist, dass sich niemand auch für noch so viel Gold mit ihm anlegen möchte. Dazu kommt noch seine durchaus bekannte, stark ausgeprägte sadistische Ader und eine Freude dabei, seine Opfer zu töten. Es stimmt also? Er ist wirklich ein Psychopath und verrückt?
Er ist ein Soziopath. Aber bisher war er zumindest ein nützlicher und von mir kontrollierbarer. Was hat es mit seiner Augenklappe auf sich? Ich nehme mal nicht an, dass er sie zum Spaß trägt. Nein, er trägt sie, weil er das linke Auge bei einem Kampf verloren hat. Während eines Auftrages? Nein, damals war mit ihm noch alles in Ordnung und er war gar kein Kopfgeldjäger. Er gehörte ursprünglich zum Kimarischen Geheimdienst und wurde bei irgendeinem Spionageauftrag in Viranon zum Duell gezwungen, wobei ihm sein Gegner mit einem Rapier das Auge ausgestochen hat. Dabei hat er offenbar mehr als nur ein Auge verloren. Die Klinge zersplitterte und nicht alle Fragmente konnten aus dem Schädel entfernt werden. Ich weiß nicht, was bei ihm alles gestört ist, aber das Schmerzempfinden ist es definitiv. Jeden Tag spürt er Schmerzen im ganzen Körper, nicht nur im Kopf. Muskelschmerzen und Krämpfe sind normal. Die Gelenke fühlen sich an, als wären sie auch durch Metallsplitter ersetzt und die Knochen, als würden sie brennen. Die Verletzung am Auge erhöht auch heute noch die Infektanfälligkeit, weshalb Fieber und Schüttelfrost auch keine Ausnahmen mehr sind. Seine Haut fühlt sich an, als würde sie brennen oder zu Eis erstarren. Kurzum sind alle Schmerzsensoren bei ihm dauernd aktiv, sodass Hölle kein Wort oder Bild mehr für ihn ist, sondern die wahrhafte Realität. Soll ich mir das vielleicht aufschreiben? Klingt alles scheiße, aber was nützt mir diese Information? Da er mit seiner Hirnschädigung selbst fälschlicherweise ständig unter Schmerzen leidet, kann ihm niemand welche mehr hinzufügen, da er selbst schon völlig abgestumpft dagegen ist. Falls er also mal gefasst werden sollte, kann er unter Folter nichts verraten, was gut ist. Aber es ist ziemlich mies, wenn man ihn zur Strecke bringen möchte. Wie kann ich im Kampf gegen ihn bestehen? Ich habe nicht gesagt, dass du gegen ihn kämpfen sollst. Du sollst ihn irgendwie töten. Ein gezielter Bolzen in den Nacken kann ausreichen.